und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge sind wir, also haben wir das Ganze mit Minenarbeit beendet und in dieser Folge müssen wir quasi wieder damit anfangen. Also müssen es relativ noch 3 Tage. Ach, nein, halt. Ich kann keinen Zauber anwenden. Warum nicht? Darf man das nur einmal pro Gemüse machen? Ah, die können wir aber schon mal einsammeln. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Okay. Was machen wir denn da wieder rein? Wir haben jetzt sonst keine Kartoffeln mehr, wenn wir die reinmachen, aber Kartoffeln waren, glaube ich, eins der, also neben dem Weizen, der besten Sachen, die man theoretisch auch verkaufen kann, ne? Dann tue ich die nochmal rein. So. Die füllen wir wieder auf. Und haben direkt schon mal Ausdauer verloren. Ich habe jetzt noch nie so drauf geachtet, aber wieso kostet das bitte Ausdauer? Heieiei. So. Ja, hier wird wahrscheinlich nichts sein. Das dauert ja extremst lange. Ja, aber man sieht zumindest mal den Prozess, dass es weitergeht. Das haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Doch, 2 Sachen hier haben wir noch, die wir noch machen müssen. Einmal den Trank. Ah nee, da brauche ich ja das Kupfer für. Moment, haben wir? Nein, falsche Taste. Dafür brauchte ich die Alraune, für den belebenden Trank. Dafür brauchte ich gar keine Alraune. Wieso habe ich denn jetzt extra eine Alraune gekauft für diesen Trank, wenn ich dafür gar keinen brauche? Ah, dann machen wir nochmal einen belebenden Trank. Immerhin, dann können wir das nochmal herstellen. So, ja, ich hatte doch gesagt, dass wir 2 Sachen haben. Nämlich, was ich in der letzten Folge dann doch noch vergessen hatte. Wir wollten Brot war es, glaube ich, backen, oder? Genau, Brot backen. Ein Mehl, ein Hefe. Hefe war es, glaube ich, das eine. Das können wir dann auch schon mal mitnehmen. Moment, dann schreibe ich jetzt hier mal eben rein Brot. Ich weiß nämlich nicht, also auf meiner schönen Liste. Ich weiß nämlich nicht, wie viel. Moment, können wir Fischstäbchen machen? Nee. Das stand jetzt nur da drin, ne? Nee, können wir nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Aber wir gucken hier noch mal kurz, ob wir hier noch was mitnehmen können. Weil wenn, dann ist es natürlich auch gut, das Holz direkt zu machen. Oh, da ist noch ein Pilz. Und eine Distel. Und Kraut auch wieder, sehr schön. Aber sonst scheint hier jetzt nichts großartig zu sein. Doch ein Bäumchen. Da müssen wir dafür natürlich auch was aufwenden an Ausdauer. So, 58 von 80. Zumindest nähern wir uns dem Ende. Es kann sich nur noch um ein halbes Jahrhundert an Episoden handeln, bis wir endlich mal dem Ziel unserer Ranch näher kommen. Ich hoffe ja immer noch, ja gut, das wird wahrscheinlich lange dauern, aber ich hoffe ja immer noch, dass wir durch die Ranch dann auch einiges, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine Kuh haben sollten, beispielsweise können wir dann selber Biomilch machen, solche Sachen. Das wäre natürlich ziemlich genial. So, dann unser täglich Leid. Wir sind wieder in der Mine. Hier ist die Tür. Fangen wir mal hier an. Wenn ich ja keine allzu große Hoffnung habe. Ich meine, wenn die Tür nicht aufgeht, ich dafür aber noch 5 von den. Nee, brauche ich 5? Ja, doch, 5. Ich habe ja nur 1. Ja, jetzt noch 4 von den Kupfererz bekomme, dann ist mir das auch relativ egal. Weil für mich ist jetzt die Tür nicht ganz so wichtig, dafür das Kupfererz umso wichtiger. Und wir bekommen natürlich, weil ich das gesagt habe, jetzt nur noch Eisenerz.
So, Moment. Wir haben. Achso, wir haben nur den Wunderwuchstrank. Das Brot wollte ich ja nochmal gucken. Ach, das Brot hat gar nicht so viel gemacht. Nur das Bananenbrot. Oh. Das Brot nur ganz wenig. Da mache ich mal einen Pfeil nach unten. Das geht gar nicht. Ja. Nehmen wir einen Cupcake. Immer von mir aus noch das Brot dazu essen. Tja. Bananenbrot kann ich ja noch nicht machen. Oh ja. Wenigstens haben wir schon mal. Drei brauchen wir noch von Kupfererz. Frage ist nur, ob wir das noch in dieser Runde überhaupt hinkriegen. Jetzt kommt das ganze Eisen wieder. Das ist zwar alles schön, aber ich brauche natürlich kein Eisen. Ich brauche Kupfer. So. Und wieder Eisen. Also Eisenerz, das ist schlecht. Ja, das ist gut. Aber, also ein Kupfer brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, dann hätten wir es auch. Hey, this looks like a key to the next level. Das war ein Doppelwumms. Ha. Okay, ich hasse diesen Ausdruck. Ich weiß, ihr sicher auch. Schnell nachschauen. Wir haben 5, genau. Und wir brauchten eigentlich nur noch 4. Ach, ich habe mich ja auch vertan, klar. Das werde ich nicht mehr schaffen, es sei denn... Aber das ist nicht schlimm, weil ich brauche nämlich jetzt die Energie. Wenn ich denn jetzt mich nicht vertan habe und wirklich die Axt bekomme, brauche ich das zum Holzfällen. Oh, ehrlich gesagt, ich bin jetzt total aufgeregt. Man hört es in meiner Stimme jetzt gerade nicht so, weil die ist irgendwie ziemlich rau und belegt, habe ich so das Gefühl. Aber ich bin echt aufgeregt. Zum Glück ist die... Die Schusterin, wollte ich gerade sagen. Zum Glück ist die Schmiedin direkt hier vorne, wenn ich rauskomme. Ich hoffe, sie ist jetzt... Nein, ich habe es gefunden. Jetzt sag mir bitte nicht, dass die donnerstags zu hat. Das ist nicht euer Ernst. Das ist wirklich nicht euer Ernst. Jetzt können wir heute immer noch nicht weitermachen. Ey. Hey, Tara. You know, when my abuela took ill, we sat around her bed and just told her stories about her life, sang her favorite songs. It was a sad time. But I treasure those memories. Ja. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, probier's doch mal mit deiner Oma. Another day, another viral pastry combination idea. Baked bean beignets. Savory, sweet, beantastic. Ew. What? It has merit. I might have to workshop the flavor some, but alliterative names are all the rage. Hm. Also du darfst mir gerne was davon geben, weil ich schon gemerkt habe... Was ist das? Hatte das immer dieses Symbol? Ich habe da ehrlich gesagt nie drauf geachtet. My wife Vanessa is an amazing teacher and first lady of Fairhaven. She's too good for me. I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? Wissen wir, Otto, wissen wir. Du sagst nämlich immer nur das Gleiche. Für dich habe ich leider auch noch nicht deinen Honig. Ach so, genau. Irgendjemand wollte doch die Kartoffeln. Are you ready for your first summer in Fairhaven? Kinda. We have a summer festival every year. When I was a teenager, I thought it was so lame. But now it's like, hey, it's something to pass the time at least. Ja, das, wie neue Bekanntschaft. Ist das gestiegen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Dad gave us some wood from a shop to make a lemonade stand. Mm. But we still need lemons and water and sugar. Könnt ihr das nicht kaufen? Aber, naja, ich glaube, dann verdienen sie gar nichts mehr. It'd be cool if Parker bought the flower shop from Violet. He nerds out over them the same way she does stitching. At the same time, he's built me some pretty sick ramps. It'd blow to see him give that up too, I guess. Okay.
The older kids always pull out their phones as soon as school's over. I'm like, hello, you're ignoring a perfectly good swing set. Ja, ich kenne welche, die holen das Handy raus, wenn sie sich auf die Schaukel setzen. This place feels so small, but whenever we go off island, I feel small. Es war eine sehr schöne Metapher. Everyone keeps asking me if I'm looking forward to summer. As if teaching four kids is a chore. I mean, they can be a handful sometimes, but I love my job. Du siehst aber nie so aus. Ich meine, die tut immer so, als ob sie freundlich und nett wäre, aber ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ganz ehrlich. I love the smell of sawdust. Is that weird? Nein, überhaupt nicht. Wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, dann gehen wir jetzt auch mal eben in den Wald rein, so. Ich weiß nicht, mir wär's zwei. Mir wär's nämlich eigentlich lieber, wenn ich das aufspare für den nächsten Tag. Oh, da ist eine Arone. Dann könnte ich natürlich noch mal so einen Trank machen. So, hier ist nichts mehr, ne? Also wenn ich jetzt noch ein drittes Bäumchen finde, dann würde ich das noch machen. Aber ich weiß nicht. Went by Lena's store to get my weekly provisions. She's your friend, right? Lena? Oh, yes, we've known each other for a long time. You should tell her not to worry herself so much over those kids. They're good kids. Got up to worse mischief in my day. You did? Like what? Nothing anyone could pin on me. Der war gut. Ja, viele machen ja Sachen, die man demjenigen da nicht in die Schuhe schieben kann. Aber der war gut. Ja, Blödsinn machen heißt ja auch nicht automatisch, dass das Kind schlecht ist, ne? Oder dass es einen schlechten Charakter hat. Gut, es kommt natürlich auf den Blödsinn an. Wenn der Blödsinn kein normaler Blödsinn mehr ist, sondern keine Ahnung, was passiert, dann. My kids can be a bit of a handful, but they mean well. Most of the time. Jo, jetzt hat es ihr nicht gesagt. Aber gut. Ja gut, wir können natürlich auch nichts ausrichten von anderen Leuten. Das finde ich auch schade, dass das da nicht mal so ein bisschen da integriert wird. Oh, er ist, glaube ich, da. Ja. Hallöchen. The League does offer pre-bereavement counseling, if it would help. Or you're also welcome to just come use the meeting room as a space to sit in quiet, whenever you want. Thank you, Cameron. Of course. Okay. Dann, wen haben wir noch? Den Fischtypen. Ah ja, hier ist auch offen. Da läuft die Schmiedin, die wir suchen. Oh, I'm stoked for summer. When the winds blow offshore, you get the most perfect peeling waves. I'm sure you're looking forward to summer. But I hope you also take time to reflect on what you've accomplished. Making big life changes is never easy. Ah, wie lange dauert das mit dem Herzen? Aber bei ihr, das war immer sehr lange, glaube ich. Jetzt ist die weg. Ja, er hat die Kartoffeln, ich weiß, aber jetzt ist die weg. Mann. Ich hätte doch zu ihr gehen sollen. Things seem pretty tough with Hazel's health, sweetheart. You need a little comfort? You come here anytime, okay? This diner's always open for you. Nein, das stimmt nicht. Außerhalb der Öffnungszeiten kam ich hier noch nie rein. Huch, warst du eben auch schon offen? Amira says I gotta ease up on the bottle, else I'll need to ask Otto for a kidney. As if that boy would even give me one. Okay, gib mir erstmal die Kartoffeln ab. Hey, got my potatoes yet? Yes, here you go. Thanks. I'm gonna make slop chips the way my pa does, with tomato sauce and vinegar. Here,
Take this for helping me out. Okay. Ach, das ist Wein. Ach so. Ich dachte, das wäre irgend so ein Frucht. Does the bar have a name? Sure does. The bar. That isn't a name. Well, it's what everyone calls it, so it seems like a name to me. Okay. Hier ist auch offen. Nein, dir kann ich nur nichts geben. Parker tried to pull me into a conversation about cherry blossom trees the other day. Like, yeah, I'm half Japanese and all. But no, I don't know the difference between Prunus, Kanzan, and Ichio. Parker really does love flowers, though. It's kind of sweet. Okay, da ist natürlich geschlossen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo die jetzt hingelaufen ist, ne? Wahrscheinlich finden wir die jetzt überhaupt nicht mehr wieder. Aber wir gucken auf jeden Fall, ob wir hier nochmal... Ach so, einmal müssten wir doch damit noch angeln können, oder? Theoretisch. Weil dann könnten wir uns zumindest eine Sache noch machen zum Auffüllen. Nehmen wir mal den. Nix quick. Ich warte auf das komische Krustentier da. Wobei es eigentlich streng genommen egal ist. Tintenfisch. Wieso war mir das nur klar, dass das ein Tintenfisch sein würde? Aber okay, damit kann man auf jeden Fall schön das Rezept machen. Haben wir jetzt mit Thomas heute Morgen schon gesprochen? Nee, wir sind direkt zur Stadt, ne? Jetzt ist er natürlich nicht da. Toll. Ah, das war so klar. Kitty! Oh. Kann ja auch keinen Fisch oder so geben. Das ist das. Eine Muschel. Ah, hier ist er. I've always appreciated watching Kai surf. He's a simple man who enjoys nature for what it offers. That is something I understand. Ja, das verstehe ich zu gut. Das gibt's aber leider immer weniger in der heutigen Zeit. So, das heißt, wir waren jetzt überall im Wald. Wir haben so jetzt erstmal keine Energie mehr. Und die blöde Kuh ist auch nicht da. Also die Schmiedin ist auch nicht da. Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ich würde dann wirklich sagen, dass wir erstmal für heute den Tag beenden. Die Kartoffeln haben wir abgegeben. Ich schaue nochmal eben bei dem Weizen. Ich glaube, die können wir dann am nächsten Tag holen, oder? Nee, noch 3 Tage stand das nicht die ganze Zeit schon da drin, noch 3 Tage? Aber wieso? Ich verstehe nicht, warum ich da oben den nicht auswählen kann, den anderen. Hm. Na gut. Der Trank wird wohl, oder wird er heute noch fertig? Ich bin mir nicht sicher. Noch 2,5 Stunden. Ja, ihr müsst das jetzt nicht unbedingt sehen, wie ich den Trank da rausnehme. Ich meine, das kennen wir ja schon. Deswegen spiele ich die Zeit einfach mal weiter. Bis es soweit ist, dass der Trank hier fertig ist, wird mir den Trank schnappen, nach oben gehen und mich dann nachmittags ins Bett legen. Und ja, dann werde ich hoffen, dass dann auch wirklich am nächsten Tag, und das wäre dann in der nächsten Folge, die Schmiedin auch tatsächlich da ist und wir dann endlich die Axt machen können. Ich sag schon mal im Voraus, bis zur nächsten Folge. Ciao!
Am I ready for bed?